Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir hatten ja jetzt am Wochenende, also ich rede jetzt von dem 7., glaube ich. Mal eben gucken, bevor ich. Nein, doch, vom 7. bis zum 9. 6. hatten wir ein Field Day, also unser OV O27. Und ja, da war ich natürlich auch gewesen und habe da auch ein bisschen gefilmt. Jetzt nicht berauschend viel, weil es gab jetzt nicht so mega viel zu filmen. Aber ja, wenn dich das interessiert, würde ich sagen, bleib dran nach dem Intro. Achtung, dieses Video enthält definitiv Aussagen, welche falsch, richtig, unvollständig oder halb wahr sein können. Bestimmte Farbkombinationen und/oder Schwarz-Weiß-Kontraste können Epilepsie, Übelkeit sowie das Bedürfnis hervorrufen, komische Sachen mit seinem Funkgerät zu machen oder auch nicht. Aber in keinem Fall bin ich für irgendwas davon haftbar zu machen. So, ja, unsere Fahrt ja, wie gesagt, das Field Day geplant. Das war jetzt vom 7. bis zum 9. und sollte das natürlich nur am Regnen sein, dann hatten wir noch ein anderes Datum im Juli genommen. Dann hätten wir das Field Day gemacht. Aber wir hatten Glück mit dem Wetter gehabt und ja, mir hat das Field Day auf jeden Fall gut gefallen. Hätte jetzt natürlich noch viel, viel mehr da sein müssen. Aber war schon okay so. Ja, habe viele nette Bekanntschaften gemacht, habe mich viel unterhalten. Ja, auch von einigen Funkamateuren, die meinen Kanal kennen, war ich ganz überrascht. Also ich glaube, mich kennen mehr Funkamateure wie CB-Funker. Da müsste man da was tun. Ja, und auf jeden Fall habe ich jetzt mal alles zusammengeschnitten. Und die Fotos auch noch mit Musik untermalt, mehr oder weniger. Die Musik habe ich mit ChatGPT habe ich mir den Songtext schreiben lassen und mit Suno KI habe ich ja, das Musikstück quasi erstellt. Und das werdet ihr auch gleich mitkriegen. Ja, ich würde sagen, ich starte mal den Film. Film ab. Geräte, alles muss dabei sein. In der Natur, weit weg vom Stadtgetriebe, spüren wir das Leben, fühlen uns so frei und lebendig. Oh, 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 27, unser Herz schlägt hier. Gemeinsam auf dem Field Day, wir sind immer hier. Die Antenne. Geschichten werden erzählt, es wird niemals langweilig. Unter Sternen funken wir, die Welt ist unser Ziel. O27, zusammen sind wir stark, das ist unser Spiel. Oh, oh, 27, unser Herz schlägt hier. Gemeinsam auf dem Field Day, wir sind immer hier. Die Antenne.
wieder seh. Und 27 ist bald für immer wahr. Unsere Leidenschaft, unser Herz, Jahr für Jahr. Mir fehlt die Warnweste. Delta Lima 5, Delta Charlie November. Nico ist immer aktiv. Wenn Nico nicht funkt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung, dann ist er krank. Aber die kleine Antenne, die sieht da richtig schnuckelig aus. Dass du die einzelnen Spuren, die Kanäle nebeneinander sehen. Andersrum. Und ich Alpha 5, Quelle Bravo. Alles Gute, danke. Nochmal gucken. Ne? Das Display ist ein bisschen dunkel, ne? Ja. Ja, danke, tschüss, viele Grüße, dankeschön, ciao. Accurate Echo America Number 5, Queen Bravo EA5QB. Echo America Number 5, Quebec Bravo EA5QB. Echo Alpha 5, Quebec Bravo. So, ja, also ich fand das Video, wie gesagt, gut. Könnt ihr ja jetzt auch mitentscheiden, wie euch das Video gefallen hat. Ja, ich hatte auch viel Werbung gemacht in meiner Gruppe von dem YouTube-Kanal auf Facebook. Dann habe ich noch in der Funkgruppe ein bisschen Werbung gemacht für das 4D. Aber ja, letztendlich war da eigentlich keiner von da. Schade eigentlich. Ja, aber ich denke mal, wir machen ja sowieso jedes Jahr ein 4D. Und vielleicht klappt das ja dann mal, dass da noch mehr Leute kommen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Unserem UV natürlich mit Sicherheit auch. Und ja, ist immer gut, so ein Field Day. Da hat man viel zu erzählen und tauscht sich aus mit Antennen und Funkgeräten und so weiter. Ja, wie bei den Motorradfahrern auch, ne, die Benzingespräche. Naja, gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich würde sagen, bleibt alle gesund, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg. Achtung, dieses Video enthält definitiv Aussagen, welche falsch, richtig, unvollständig oder halb wahr sein können. Bestimmte Farbkombinationen und/oder Schwarz-Weiß-Kontraste können Epilepsie, Übelkeit sowie das Bedürfnis hervorrufen, komische Sachen mit seinem Funkgerät zu machen oder auch nicht. Aber in keinem Fall bin ich für irgendwas davon haftbar zu machen.